Und damit ein herzliches Willkommen zum Let's Play Beyond Two Souls. Ja, vorweg, eine kurze Sache. Hier steht zwar weiter, ich habe dieses Spiel zwar schon angefangen zu spielen, mir ist dann aber aufgefallen, dass es mit diesem Speichern von der PlayStation 4 etwas problematisch ist. Man hat nur die Möglichkeit, 15 Minuten aufzunehmen und der beendet dann quasi, also die PlayStation beendet dann quasi die Aufnahme und es haben Teile gefehlt, wo ich dann wieder gespielt habe, aufgezeichnet. Das war etwas blöd und problematisch, deshalb versuche ich es jetzt noch einmal. Gut, wir fangen nochmal von neu an. Ja, weg damit, passt schon. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Ich habe sie allein am Straßenrand gefunden. Mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer sie sind. Hey! Sie reden nicht viel, was? Wenn sie mir nicht helfen, kann ich nichts für sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Sie müssen sie stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Wahnsinn, verdammte Idioten! Ich weiß. Sie kommen. Was ist hier los? Die Kleine, die heute reinkam. Wo ist sie?
Das Experiment. Ah, da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. So, jetzt stehen wir einmal auf. Wir können hier einmal aufstehen. So, wir sind Jody. Diesmal etwas jünger. Eben gerade im Videoclip haben wir sie älter gesehen. Jody übrigens gespielt von der wunderbaren Schauspielerin Ellen Page. Vorhin haben wir auch den Willem Dafoe, meine ich, heißt er, gesehen. Das sind jedenfalls Schauspieler, die ich so kenne. Die anderen, das haben die echt großartig gemacht, muss ich sagen. Jetzt haben wir hier eine Barbie-Puppe. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Ich will aber jetzt Barbie spielen. Lass mich doch. Guck mal, sie hat auch überhaupt gar keine Lust, ne? Das merkt man. Ich meine, okay, den Part habe ich jetzt schon mal gespielt. Aber man sieht so diese fehlende Motivation dazu. Ich meine, okay, sie ist auch ein kleines Mädchen. Sie ist auch ein kleines Mädchen. Sie hat wohl Besseres im Sinne und hat vielleicht auch eher auf andere Sachen Bock, als irgendwie jetzt zu diesem Menschen zu gehen. Wir legen uns einfach mal hin, wir haben keinen Bock. Hier, lassen wir uns hier. Ja, du bist müde, Jody, aber wir müssen wirklich gehen. Müssen wir nicht. Und was ist, wenn ich das jetzt nicht mache? Was kriege ich dann? Eine Strafe? Er hat auch einen Kittel an. Ja, ja. Passt ja zum Experiment. Spoiler. Okay, hier gehen wir mal zum Fernsehen. Gedrückt halten, X. Und schauen uns doch einfach mal an, was hier läuft. Okay, irgendwas mit einem Fuchs. Eine animierte Serie. Ein Film. Steht da irgendwie, was das ist? Kennt jemand das? Also ich kenne das nicht. Okay. Was soll's. Können wir hier noch was anderes machen? Ich weiß, du wartest auf mich. Hier können wir nichts mehr. Die Gitarre. Die Gitarre können wir doch auch mal benutzen. Komm, Jody, spiel uns was. Bisschen monoton, aber was soll's. Ja, dann gehen wir mal zu unserem Schicksal. Und einmal hier raus. Okay, Nathan wartet auf uns. Nathan. Ich will aber hier lang. Ey, wie geil ist das denn? Wir schlafen hier, wir wohnen hier und alles wird videoüberwacht. Wie scheiße ist das denn? Guck mal, alles. Wo wir schlafen. Boah. Perverslinge. Komm schon, Jody. Naja, ich komm schon. Ganz ehrlich, Freundchen, es gibt Rache. Ah, verdammt. Ich hab nicht. Hi, Cole. Das ist kein Kleingeld, ja. Ich habe auch nie Kleingeld. Hier können wir uns aber auch nichts ziehen, ne? Schade. Wer seid ihr? Ich warte auf dich, Kleine. Ich weiß, dass du auf mich wartest. Ich bin schon hinter dir. Meine Güte. Hallo, meine Süße. Du siehst hübsch aus heute. Oh, danke schön. Lass mich dich... Dich muss ich aber auch mal angucken. Kann man ja. Sagen. Aber es war
nie wirklich kalt dabei. Du gehst. Nein, du gehst nicht. So. Wir sind da. Auch ganz hübsch. Und da bist du? Was machst du hier in meinem Krankenhaus? Was sitzt du hier? Was willst du? Komm schon, Jody. Worauf wartest du? Hm? Was sagst du hier? Gibt Kloppe. Ich möchte hier lang. Los jetzt, Jody. Sie hat überhaupt gar keine Lust und das ist auch nicht das erste Mal wahrscheinlich, dass sie irgendwie hier mit diesem Nathan spricht. Babysitting-Dienst heute, hä, Cole? Hahaha, wirklich witzig, Phil. Geh weiter. Ja, Phil, geh weiter. So ein komischer Schnösel. Ich warte auf dich, Kleine. Kannst mich auch Jody nennen, so heiße ich und nicht Kleine. Auch mal diese Kosenamen, ne? Los jetzt, Jody. Was seht ihr das? Da hinten? Das ist ein Bug. Die steht da so eingefroren. Okay, gruselig. Hey Jody, na wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Also das ist Nathan. Gut, hi Nathan. Das ist Willem Dafoe. Willem Dafoe, der Schauspieler. Okay, wir können hier nichts machen. Ist wahrscheinlich auch nicht das erste Mal, dass wir solche Experimente hier machen. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Ja. Oh ja. Hohoho, jetzt bist du eine Prinzessin. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Hey Jody, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Ich glaube eher nicht, weiß nicht. Ich wüsste ja noch nicht mal wie. Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Dreieck. Holla die Waldfee. Cool, cool. Also, wir sind jetzt irgendwas, eine Materie, die hier rumfliegt. Was ich aber richtig cool finde. Ich finde es sehr, sehr cool. Geh rüber in den anderen Raum und zeig mir die Karte. Okay. Ich heiße Aiden. Holst der Testperson jetzt bei 45 Schlägen pro Minute. Und ein Anstieg der Theta-Hirnströme auf 4,5 Hertz. Raumtemperatur ist... Nein, nein! 10 Grad. Okay. Ich messe hier ein... Das Magnetresonanzsignal liegt über 20 Tesla. Das habe ich... hier auch schon mal gemacht. In der letzten... Aiden, lass ihn in Ruhe! In den ersten Versuchen. Das ist richtig cool. Wir können andere Menschen steuern. Das ist richtig cool. Also richtig cool. Hey, Greg! Alles klar? Und bei Berührung ist es dann halt so, dass wir wieder aus dem Körper rausgeworfen werden. Okay, hier ist diese Kathleen oder wie sie heißt, diese nette, sympathische, dicke Lady. Okay, sie hat einen Stern gezogen. Siehst du die Karte, Jody? Ja, oh, ich sehe sie, beziehungsweise Aiden sieht sie. Zurück können wir wieder mit X. Okay, sie hatte einen Stern. Nächste Karte. Achso.
ja, ich muss mal überlegen. So, gehen wir ja mal wieder rüber. So. Die Steuerung ist ein bisschen schwierig bei ihm. Sie sieht auch so aus wie so eine Kartenlegerin, ne? Ein Viereck. Sie hat ein Viereck. Schön. Nächste Karte. The next one, please. So. Dann fliegen wir hier noch einmal durch die Wand. Okay, was hast du? Ah, okay. Diese Wellen. Die Wellen. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Wir sollen hier jetzt die Klötze umwerfen. Rechts und links ziehen und loslassen. Gut, Jody. Kannst du darin noch was anderes bewegen? Erschreck dich. Oh. Es kriegt sich Schiss. Ja. Hab bloß Angst vor mir. Verpiese dich. Das Kann war's. Es tut mir leid, aber mir reicht. Okay, Jody, schaffst das. Jetzt wird es wirklich vorbei. Die Tür ist verschlossen. Nein, Kathleen, sie ist nicht verschlassen. Sie klemmt sich ja nur. Einen Moment, ja? Geh raus, los! Ruhig, Kathleen. Geh du zur Tür. Du musst jetzt damit aufhören, Jody. Der Test ist vorbei. Du musst jetzt aufhören. Kann ich. Er hört einfach nicht auf mich. Er hört einfach nicht auf mich. Ah, okay. Jody. Ist vorbei, Jody. Ist vorbei. Es ist vorbei. Es wird niemals vorbei sein. Da, da, da. Es wird niemals vorbei sein. Ja. Oh Leute, ich hab Gänsehaut. Ich hab Gänsehaut. Das Experiment. Das war das Experiment. Wir machen jetzt erstmal hier einen Cut. Ich habe dieses Let's Play. Ich habe das schon mal angefangen. Und da hatte ich halt Probleme, was ich schon am Anfang gesagt hatte, dass ich diese Videoschnitte, dass ich da Probleme hatte. Und diese Szene habe ich schon mal gespielt. Dann habe ich aber mit dem Aiden, diesem übernatürlichen Wesen, die ganzen Sachen so kaputt gemacht. Und habe nicht wieder auf Dreieck gedrückt, um zu Jody zu switchen. Und das beeinflusst natürlich dann auch unser weiteres Spielerleben. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao. Tell them to leave me the fuck alone, because next time I'll kill everyone.